Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute sind wir mal wieder in Ashkahet und zwar im Nest der Weberin auf den Koordinaten 55, 41 und dort wollen wir uns vom altbekannten Rüstmeister der Lady Venantin oder wie die auch immer heißt, einmal ein Mount kaufen und zwar haben wir hier wasserblauer Schwärmmilbe. Oder wasserblaue Schwärmmilbe, kostet knapp 4000k oder Cash. Die holen wir uns jetzt mal. Und das könnt ihr erst kaufen, wenn ihr einen Ruhm von Minimum 23 habt. Dann steht das hier zur Verfügung. Wie ihr den Ruf erhöht, werden wir gleich noch drauf eingehen. Dann schauen wir uns das allererstes Mal das Mount an. Also, wir suchen uns das mal raus. Wasserblaue Schwammmilbe. Übrigens, das eine Mount, wo ich jetzt gerade drauf gesessen bin, will der Kieferkrabbler, den gibt es auch bei dem Händler für, glaube ich, Ruhm 22, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. So, jetzt gucken wir uns aber die Milbe an. Ja, diese Grundmodels kennen wir ja schon, ne? Eins gab es ja damals auch in, nicht Nasjata, sondern Nasmir, meine ich. Da konnte man sich so ein Ding farmen, so eine Milbe. Bisschen anders sah es, glaube ich, vom Gesicht aus, aber das Grundmodel ist dasselbe. Ja, ist ganz nett tatsächlich. Die sieht man ja hier auch das ein oder andere Mal rumfliegen. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Mount Special uns mal angucken. So, das ist das Mount Special. Es ist ja ein Flugmount, da muss man immer ein Slash Mount Special machen, dass es funktioniert. Ja, ist jetzt ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Vom Mount Special her zumindest. Aber sonst ein ganz nettes Mount. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch an, was ihr machen müsst, um den Ruf zu erhöhen. Und zwar haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Als allererstes könnt ihr hier die Kampagnenquest machen und die Sidequest. Die erhöhen euch den Ruf schon mal ganz ordentlich. Dann könnt ihr wöchentlich die Rares töten. Da kann ich euch Handy Notes und Handy Notes The Wolf Inn empfehlen. Da kriegt ihr pro quasi gekillten Rare insgesamt 150 Ruf für diese Unterfraktion. Und dann bleiben euch noch die Optionen, die Eimerkisten mitzunehmen. Die gehen halt leider nicht wöchentlich, sondern nur einmal. Sind auch insgesamt 150 Ruf insgesamt für die Unterfraktionen. Dann könnt ihr noch die Worldquests einmal mitnehmen. Und zusätzlich auch noch einmal den Vertrag. Am besten halt hier für die Fraktion draufhauen, dass ihr noch ein bisschen extra Ruf kriegt, wenn ihr in The Wolf in die Worldquest macht. Dann gibt es noch verschiedenste Weekly-Quests, unter anderem hier auch bei der Lady, wo ihr nochmal, glaube ich, 1500 Ruf für eine der drei Unterfraktionen bekommt. Weekly-Quests in Dornogal gibt es dann auch noch, zum Beispiel eine, wo ihr immer ein bestimmtes Dungeon abschließen müsst. Da könnt ihr auch euch Ruf für aussuchen. Und dann haben wir noch die Option in den Tiefen. Gibt es dann, wenn ihr die großzügigen macht, quasi nochmal 1250 Ruf einmalig pro Woche. Also da könnt ihr euch dann auch nochmal ein bisschen extra Ruf holen. Genau, das sind soweit die Optionen, die ihr habt, um den Ruf zu erhöhen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.